Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Reihe Sächsisches Beamtenrecht. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Patrick Lärm und ich werde in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Lernvideos hier reinstellen, hier präsentieren auf YouTube. Sie können sich gerne auf meiner Playlist entsprechend orientieren und ich werde immer mal so kleinere Lernvideos drehen. Zuerst natürlich zu den ganzen grundsätzlichen Dingen. Zu den grundsätzlichen Dingen gehört natürlich, dass ich mich auskenne mit Grundbegriffen. Einer davon ist der Begriff des öffentlichen Dienstes und den schauen wir uns heute mal an. Ich hatte schon, wenn Sie meine Playlist sich anschauen, hatte ich auch schon ein Video gedreht. Es ging dort um die Gesetzgebungskompetenzen und ich habe auch hier nochmal eine Folie dazu gemacht, indem ich Ihnen zeige, kompakt zeige, welche Gesetzesmaterien, welche Ebenen im Beamtenrecht eine Rolle spielen. Und natürlich das Grundgesetz ganz oben. Dazu komme ich auch noch zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen. Da mache ich quasi ein eigenes Video dazu. Dann natürlich Bundesrecht, allen voran das Beamtenstatusgesetz und der große Bereich des Landesrechts. Und hier beim Landesrecht sehen Sie aber auch, das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was da wichtig ist. Ich habe mal die ganz, ganz wichtigsten Gesetzestexte aus meiner Sicht hier zitiert. Allen voran das Sächsische Beamtengesetz, das 6 BG, Sächsisches Besoldungsgesetz, Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz und auch die Rechtsverordnung, die Sächsische Laufbahnverordnung. Wie gesagt, die Liste ließe sich ja noch erweitern. Und ich hatte in dem ersten Video auch erklärt, warum das so ist, warum es da unterschiedliche Gesetzgebungszuständigkeiten gibt, insbesondere den Zusammenhang zwischen dem Beamtenstatusgesetz und dem Landesrecht hatte ich dort erklärt. Schauen Sie bitte in dieses Video nochmal rein, das will ich jetzt hier nicht weiter erläutern, aber auf dieses Video möchte ich da verweisen, da können Sie auch gerne den QR-Code scannen und dann gelangen Sie genau dorthin. Wir schauen uns heute hier etwas anderes an, nämlich ich will mal hier die Frage aufwerfen, Single-Choice-Frage, wer ist denn nicht Angehöriger des öffentlichen Dienstes? Vielleicht wissen Sie das auch schon, vielleicht haben Sie aber auch eine Vermutung, vielleicht sind Sie unsicher. Ich habe hier mal drei Personen, ja, beispielhaft erwähnt. Einmal der, die Sozialversicherungsfachangestellte bei der AOK in Dresden. Also die Frage ist, ob er oder sie Angehöriger des öffentlichen Dienstes ist. Zweite Personengruppe, die Abgeordneten des Sächsischen Landtages. Und als dritte Person habe ich genommen, der oder die Beschäftigte bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig. Sie können gerne das Video stoppen, mal ganz kurz überlegen, für welche Antwortmöglichkeit Sie sich entscheiden. Eine ist nur richtig und ich werde das am Ende des Videos natürlich gleich auflösen. Ja, Sie kennen das ja aus anderen Gesetzesmaterien. Der Gesetzgeber definiert eventuell auch solche Grundbegriffe, was natürlich dann immer eine Idealvorstellung ist, für den Gesetzesanwender. Allerdings hat er das hier nicht gemacht. Er hat den Begriff des öffentlichen Dienstes nicht definiert. Er findet sich nicht. Er wird zwar hin und wieder auch verwendet, aber wie gesagt, eine allgemeingültige Definition gibt es nicht, weder im 6 BG noch im Beamtenstatusgesetz, auch nicht im Grundgesetz. Und im Laufe der Zeit hat sich natürlich die Literatur dazu Gedanken gemacht und es gibt hier Definitionen und die Definition basiert im Kern darauf, dass ich sage, jemand, eine natürliche Person ist beschäftigt im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes. Ja, es ist die Bindung zwischen einer natürlichen Person und einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes. Und bei den juristischen Personen will ich jetzt nicht zu stark ins Detail gehen, will aber mal kurz skizzieren, welche zwei es da gibt. Natürlich einmal die ja angesprochenen juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und da allen voran natürlich die Körperschaften, die Gebietskörperschaften, insbesondere Bund, Länder und Gemeinden. Darüber hinaus natürlich auch die Krankenkassen, auch die Berufsgenossenschaften als Beispiel.
mit einem entsprechenden Auftrag natürlich. Die Anstalten, zum Beispiel die Sparkassen, die Stiftungen, zum Beispiel die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie sehen immer, das, was ich da in Klammern geschrieben habe, das sind wie gesagt nur Beispiele. Aber das, was man sich hier merken kann im Bereich des öffentlichen Dienstes, sind natürlich die Gebietskörperschaften, Bund, Länder und Gemeinden. In unserem Beispiel haben Sie auch gesehen, es geht um eine Sozialversicherungsangestellte bei der AOK in Dresden. Das heißt, das ist die Krankenkasse. Also von daher ist diese Person auch Angehörige des öffentlichen Dienstes. Hier ganz kurz zu den juristischen Personen des privaten Rechts. Ich habe das ausgegraut, denn das ist nicht ganz so wichtig. Vereine, Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung nur mal als Beispiel erwähnt. Also das ist es eben nicht. Was ist es auch nicht, wo man vielleicht sagen kann, naja gut, bei den Aktiengesellschaften, da ist es vielleicht klar, dass das nicht öffentlicher Dienst ist. Kein öffentlicher Dienst ist unter anderem auch nicht, das sehen Sie jetzt hier links, grün, im grünen Bereich, weil es eben nicht dazu gehört, zum einen die rein ehrenamtliche Tätigkeit, insbesondere bei ganz kleinen Gemeinden, wo ich vielleicht ein ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied habe oder mehrere. Und das gehört nicht dazu. Und noch ein besonderer Personenkreis, für den ja ein eigener Auftrag gilt, aber auch eigene Gesetze gemacht wurden. Das sind die Verfassungsorgane und deren Mitglieder. Da kann man jetzt ganz oben anfangen. Man kann über die Bundesebene gehen, Bundespräsident, dann Mitglieder der Bundesregierung. Sie sehen immer das entsprechende Gesetz dazu bei den Bundesregierungsmitgliedern, das Bundesministergesetz, Landesregierung, das entsprechende sächsische Ministergesetz, und natürlich auch die Abgeordneten der Landtage, des Bundestages. Da sehen Sie auch immer die Abkürzungen noch mit dabei, das Bundesabgeordnetengesetz und so weiter, sächsisches Abgeordnetengesetz. Also ein eigener Auftrag, nämlich die Politik zu gestalten, bei der Politik mitzuwirken und mit eigenen Gesetzen dann untermauert. Auch die gehören also nicht wegen des besonderen Auftrages, nicht klassischerweise zum öffentlichen Dienst. Hätte man eventuell vermuten können. Ja, was müssen Sie sich ja merken aus diesem Lernvideo? Erstens, es gibt keine Legaldefinition des öffentlichen Dienstes und öffentlicher Dienst heißt Beschäftigung im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes und bei diesen juristischen Personen des öffentlichen Rechtes, da bitte merken, Bund, Länder, Gemeinden, sind die Klassiker, aber das kann man da erweitern über die Krankenkassen zum Beispiel. Kein öffentlicher Dienst sind natürlich die juristischen Personen des Privatrechts und ganz links die Abgeordneten, Minister, Bundespräsidenten, wie auch immer, also auch der sächsische Ministerpräsident ist es dann nicht. Und natürlich auch die rein ehrenamtliche Tätigkeit. Insbesondere in kleinen Gemeinden, auch wenn es da vielleicht eine Aufwandsentschädigung gibt oder sowas, aber das hat mit öffentlichen Dienst nichts zu tun. Ja, ich löse die Frage auf und Sie haben es schon gehört, Sie haben es schon nachvollziehen können, also die Krankenkasse, das kann es nicht sein. Auch die Beschäftigte bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig kann es nicht sein. Zu der Unterscheidung Beamte, Beschäftigte komme ich in einem weiteren Video. Nennt man Zweispurigkeit des öffentlichen Dienstes. Einerseits gibt es Beamte, andererseits Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Warum und wieso das so ist und was die Unterschiede sind, dazu komme ich noch. Für den jetzigen Stand ist es erstmal wichtig, dass ich diese Frage beantworten kann. Und da sage ich, okay, bei den Abgeordneten des Sächsischen Landtages, die haben eine Sonderposition, eine Sonderstellung, einen Sonderauftrag und für die gelten besondere gesetzliche Rechtsgrundlagen. Okay, das war also dieses kurze Lernvideo. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie gerne auch mal in die anderen Videos rein. Ich werde, wie gesagt, diese Playlist weiter aufbauen und ausbauen. Das heißt, es wird alles so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und wie gesagt, auf das eine Video habe ich schon verwiesen.
Ansonsten, wie gesagt, habe ich auch ein Buch dazu geschrieben zum Beamtenrecht Sachsen. Da können Sie gerne mal in der Videobeschreibung schauen. Da finden Sie noch weitere Infos dazu. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Lernvideo wieder reinschauen. Ihr Patrick Lärm. Und damit möchte ich das hier als letzte Folie bringen. Sie können sich gerne an der entsprechenden Playlist zum Beamtenrecht orientieren. Die habe ich Ihnen rechts mit dem QR-Code hinterlegt, aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, ein ganz kurzer Hinweis noch auf mein Grundlagenbuch. Auch hier haben Sie daher den QR-Code und können sich gerne informieren, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung alle notwendigen Informationen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dahin.